Es gibt so Sprichwörter wie Schuster, bleib bei deinen Leisten oder auf Schusters Rappen beispielsweise. Was damit gemeint ist, wissen wir ja alle mittlerweile. Man ist immer gut unterwegs mit den Füßen. Im Laufe des Lebens läuft man 2 bis 3 Mal um den ganzen Erdball rum. Hätten Sie das gedacht? Es ist tatsächlich so, das ist der Schnitt. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich bin viel gestanden in meinem Leben, was wahrscheinlich auch mein Verhängnis geworden ist. Aber man sollte sich bewegen, man sollte mehr laufen. Heutzutage tue ich das, denn man wird ja irgendwann auch ein bisschen klüger. Meine Damen und Herren, klug sind Sie sowieso, denn Sie kaufen bei uns ein und da sind wir stolz drauf hier bei Pearl TV. Und wir haben etwas für Sie, da brauchen Sie sich um Ihre Schuhe gar keine Sorgen mehr zu machen. Gleich reden wir mal ein bisschen über das Eingemachte, aber erstmal muss ich den Kai nochmal vorstellen, denn der Kai hat eigentlich immer sehr saubere Schuhe. Gell? Wie kommt das? Stimmt, ja, also ich habe, das war schon zu Kinderzeiten so, dass ich wirklich fasziniert in den Hotels durch die Gänge gegangen bin und immer mit großen Augen geguckt habe, wo so eine Schuhputzmaschine steht. Ja. Und das war für mich immer faszinierend, wie, sagen wir mal, ohne Aufwand du einfach sehr schnell Schuhe sauber kriegst, ohne Bücken, ohne dreckige Hände. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen die heutige Zeit so gehalten irgendwie. Und deswegen habe ich heute eine wunderschöne Schuhputzmaschine. Schuhputzmaschine, meine Damen und Herren, das ist hier das Stichwort. Und das ist eine, ich liebe sie auch, ich mag das sehr gerne, in angestaubten Hotels auch sehr gerne, so Jugendstil-Hotels. Und ich habe schon mal gesehen, wie jemand eine geklaut hat. Ja. Den haben sie aber direkt erwischt. Ja, dann war er dumm. Dann war er dumm, ne? Sollte man nicht klauen. Für kleines Geld kriegen Sie lieber so bei uns, meine Damen und Herren. Und diese Sichler-Schuhputzmaschine, Comfort Pro mit Schuhcremespender, die kann so ziemlich alles, was der Schuh benötigt. Ich kann ja mal hier gerade auf den Knopf drücken. Ausnahmsweise steht das Produkt heute jetzt schon mal bei mir, aber das wirklich nur ausnahmsweise. Normalerweise steht es beim Kai. Aber Kai, du könntest uns doch die wunderbaren Bürsten mal so ein bisschen beschreiben. Also normalerweise ist es ja so, dass ich heute tendenziell entweder dunkle oder helle Schuhe habe. Komm, wir wechseln mal den Platz, damit du da drankommst. Also normalerweise ist es ja so, dass ich letztendlich heute braune, schwarze Schuhe habe oder ich habe eben etwas helleres Leder. Man unterscheidet eigentlich zwischen schwarz und diesen braunen Lederfarben. Mhm. Und dazu haben wir zum Beispiel, wir haben als allererstes mal 3 Bürsten. Und zwar sieht man hier letztendlich diese schwarze, die sehr feste Borsten hat, die sozusagen um den groben Schmutz runterzumachen. Ja, das ist für die harten, ne? Ganz genau. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt auch wirklich mit Gummistiefeln reinkommen würdest, da wäre jetzt ein bisschen Dreck drauf, der verkrustet und hart ist und trocken ist, das kriege ich damit sehr schön runter. Und dann habe ich eben den Vorteil, ich habe 2 Polierbürsten mit dabei, die sehr, sehr weich sind, auch wie man fühlt. Schnuschelig. Ja, schnüffelig sind die, ne? Wie in der Waschanlage. Und da sollte man dann auf Dauer es eben so machen, dass man die eine Walze oder einmal die eigene Rolle für braune Schuhe und die andere zum Beispiel für schwarze Schuhe verwendet. Weil wenn du jetzt wirklich unterschiedliche, sagen wir mal, Schuhcremes hast, dann poliert natürlich dieses Material oder diese Fäden hier polieren natürlich auch ein bisschen von dem Zeug wieder runter. Was für Material ist das? Was wir das ist finden? Letztendlich Kunstfaser, ganz normal. Ja. Und es fühlt sich auch an wie Baumwolle, ganz weich. Also Tatsache ist, dass es heute Kunstfasern sind, die sich eben auch extrem weich anfühlen. Das weißt du zum Beispiel auch, Vergleich sind Autowaschstraßen, wo du früher diese harten Dinger hattest. Heute kannst du eben. Ja, das sage ich doch. Ja. Und, nein, keiner will mehr, der zerkratzt ja das ganze Auto. Ne? Definitiv, das muss ja. Und die Schuhe sind ja auch empfindlich. Und da sollte man tatsächlich weiche Fussels haben, wie man sie hier hat, weiche Bürsten, die tatsächlich die Oberfläche auch wirklich polieren und nicht kaputt machen. Und nicht zerkratzen, das ist der Punkt. Super Maschine. Noch, finde ich auch super. Und wie gesagt, bei mir war so, als wir die bekommen haben hier und in der Vorplanung waren, da musste ich so grinsen, weil ich habe mich wieder so als Bub, so 12, 13 Jahre, so durch die Gänge im Hotel gehen sehen. Und dann stand da wieder in der Mitte vor den beiden Aufzügen stand. Hier. Da erzähle ich dir jetzt eine Geschichte, die können Sie natürlich wahrscheinlich auch nachvollziehen, denn als Kind habe ich schon Schuhe geputzt. Das erste Mal hatte ich dann auch ganz schwarze Hände, überall. Ne? Alles war schwarz. Sag mal, welche Kamera haben wir eigentlich hier? Da ist gar kein rotes Licht mehr drauf. Könnt ihr mal winken? Ja, das ist schön. Also, war so. Fräulein Hein war meine Deutsch- und Englischlehrerin. Die hat mir dann in der 4. Klasse, kurz bevor ich dann in die höhere Schule kam, mir beigebracht, wie man Schuhe putzt. Ne? Okay. Die hat mir zum Beispiel gezeigt, ich hole jetzt mal meinen Schuh hier. Die hat mir zum Beispiel gezeigt, dass nicht nur die Oberfläche geputzt werden muss, meine Damen und Herren. Hier ist mein Schuh. Ja? Der, guck mal, wie der aussieht. Ja? Sondern hier unten, da muss auch immer geputzt werden. Sie sehen es ja auch hier, habe ich immer schön gemacht. Warum? Damit es nicht bricht. Mhm. Genau, damit das Leder unten nicht bricht. Das Unterleder weich bleibt, genau. Und die erste Zeit, wo ich also Schuhe geputzt, ich habe lange gebraucht, bis ich mich nicht mehr voll geschmiert habe. Ja. Ja, und dann habe ich auch die Schuhe meines Vaters und die meiner Mutter, ich habe sie alle geputzt und die kamen immer abends nach Hause und haben gesagt, schon wieder die Socken voller Schuhcreme. Du musst da ein bisschen, ne? Also ich habe lange, lange gebraucht. Aber ich habe mir das beibehalten mit den Schuhen eben, dass sie immer schön sauber sein müssen, dass sie immer schön poliert sein müssen. Es ist heute gerade bei Wildleder oder Glattleder, man kann übrigens, was ich gleich dazwischen sagen möchte, man kann natürlich
natürlich auch den groben Aufsatz, den ich hier habe, für Wildlederschuhe zum Aufbürsten verwenden. Das ja, geht ich habe mal versucht, glatt zu machen, Wildlederschuhe. Das ging nicht. Nee, also du hast ja auch normalerweise, wenn du es von Hand wenn du es von Hand machst, hast du ja diese kleine Reibe mit diesen Drähtchen innen drin, mit den Messingdrähten, um das wirklich rau zu halten. Ja. Aber ab dem Punkt, wo ich bei Glattleder bin, brauche ich eben wirklich vernünftige Polierer. Und das habe ich eben hier, weil die richtig schön kuschelweich sind. Mhm. Wir haben aber, was noch dazu kommt, je nachdem, wo Sie es nutzen, liebe Zuschauer, das ist jetzt die Frage, haben wir zum Beispiel hier, und das zeigen wir Ihnen nachher noch, einen 250 Milliliter Schuhcremespender mit drin. Und Sie sehen hier unten den Auslass. Das finde ich eine tolle Idee. Und das ist wirklich klasse, weil ich muss mich nicht mehr bücken. Ich gehe mit der Schuhspitze unten hin, drücke drauf, dann kommt sozusagen das, was ich benötige, gehe auf meinen Polierer, wie man ihn hier sieht, und dann verteilt sich das. Ich kann das natürlich jetzt, wenn ich es allgemein haben will, mit, sagen wir mal, farbloser Schuhcreme auch machen. Hier geht man einfach mit dem Schuh drunter, mit der Oberfläche hoch und dann drückt der ganz genau, dann kommt automatisch sozusagen nach Newton, fällt dann sozusagen was nach unten, das habe ich auf der Schuhspitze drauf und dann kann ich es eben schön verteilen. Wenn Sie jetzt nur schwarze Schuhe haben, ist das ja kein Thema, meine Damen und Herren. Sollten Sie aber verschiedene Farben haben, dann nehmen Sie eine neutrale. Jeder Schuster hat das eigentlich. Ja, aber im Internet kriegt man heute auch flüssige Schuhcreme. Ja, definitiv. Also das sollten Sie sich auf jeden Fall mit dazu besorgen. Wie geht denn der rein und raus? Normalerweise setzt du den einfach letztendlich hier oben aushaken. Ich mache es jetzt einfach mal nicht, weil der ist voll. Nicht, dass mir danach was rausfällt. Ja. Also es ist völlig einfach, also den auszuhaken. Aushaken, rausnehmen, umdrehen, auffüllen, wieder zu. Und 250 Milliliter reichen ewig. Die Firma Sichler hat natürlich mitgedacht. Da ist natürlich eine Gummimatte drin. Genau. Denn wenn man erstmal reinigt mit den harten Borsten, dann fällt ja Staub und sowas runter. Genau, der ganze Dreck. Ja, und da kann man diese wunderbare Gummimatte auch einfach mal so ein bisschen ausschlagen, sauber machen. Oder mit Wasser sauber machen ganz und dann genau wieder reinlegen. Finde ich also wunderbar mitgedacht. Für dieses kleine Geld unglaublich, meine Damen und Herren. Denn Schuhputzmaschinen sind richtig teuer, wenn Sie mal in die großen Hotels gucken, wo das auch immer ist. Ich habe also schon in Frankreich, in Italien war ich ja noch nicht, aber in Spanien beispielsweise oder aber auch in Amerika, da durfte ich mal sein wegen Price is Right. Und da war ich natürlich auch mal in so einem Beverly Hotel und so, das hat ja richtig Spaß gemacht. Die haben natürlich auch so richtige Hightech. Aber unterscheiden tun die sich im Prinzip gar nicht. Die sind robust, diese Maschinen, die sind auch relativ schwer. Ja? Vor allem haben wir auch einen ganz starken 120 Watt Motor mit drin. Das heißt, einen 120 Watt Motor. Watt. Also richtig mit Leistung. Das heißt, ich kann den ohne Probleme in einem durch 20 Minuten laufen lassen, was eine ganze Menge ist, weil dann kann ich auch mal sagen, ich kriege mal zwei, drei Paar Schuhe sauber. Ja. Was ich einfach toll finde an diesen Geräten ist, liebe Zuschauer, Sie müssen sie nicht mehr bücken. Genau. Das ist mit das Bequemste, was einfach es gibt. Mit dem Fuß hier drauf auf den Knopf und zack, Ausschalter läuft, oben drauf läuft das Gerät, meine Damen und Herren. Und läuft. So einfach ist das. So, kann man ganz einfach mal zeigen. Ja, wie schnell ist der, weißt du das? Du bist doch so ein Radfahrer, ne? Ach so, ja, also den habe ich jetzt ehrlich gesagt von den Umdrehungen noch nicht gemessen, aber so vom Gefühl her dürften das so 120 bis 140 Umdrehungen in der Minute sein. Wie oft putzt du deine Schuhe normalerweise? Das kommt auf den Einsatz an, also normalerweise so alle 2 bis 3 Tage, weil ich schon hinterher bin, weil auch wenn du ja jetzt, ich benutze natürlich auch Schuhspanner, weil wenn du jetzt wochenlang... Besser als andere Spanner, ne? Ja, genau. Ja. Also Schuhspanner finde ich auch... Soll man auch nehmen? Tatsache ist eben bei Glattleder, erstens mal, wenn du das jetzt die Lederpflege verwendest, bleibt das Leder ja weich und du kennst, also man sieht, ungepflegte Schuhe sieht man daran, dass genau in dem Bereich, wenn man normalerweise mit dem Fuß knickt, kommen ja vorne immer so Falten im Schuh. Richtig. Und wenn die jemand, brechen auf, diese Falten. Die brechen mit der Zeit irgendwann auf, wenn man es nicht pflegt, weil das Leder keine Feuchtigkeit mehr kriegt. Und man sieht so Salzränder überall. Ja, ne? So ist auch. Das klingt jetzt ein bisschen eklig, aber wir müssen drüber reden. Ja, es ist tatsächlich so. Ja. Es gibt übrigens einen ganz alten Spruch, Frauen schauen zuerst auf die Hände und dann auf die Schuhe. Auf die gepflegten Männerhände, die gepflegten können Sie gerne machen, bitte schön. Gucken Sie mal. Ja. Ja. Und bei dann auf die Schuhe, ja, da sieht es gerade bei mir nicht so schön aus. Bei mir auch nicht so schick. Ja. Aber du hast mir das schon gesagt, du hast eine ganz besondere Schuhcreme auch, ne? Von deinem Schuster, hast du mir gesagt. Ja, klar. Ich habe also wirklich lange, lange gesucht. Es gibt ja viele Hersteller, die auch dieses Ratze-Fatze-Zeug haben mit so einem kleinen Ding, was da drauf klatscht. Und da habe ich eben auch gemerkt, die Schuhe werden einfach, das Leder wird hart. Und da bin ich irgendwann zu meinem Schuster gegangen, weil ich habe ja meine Halbschuhe, lasse ich doch alle 2, 3 Jahre mal besohlen, weil die bei mir auch sehr lange halten. Und dann sagte der zu mir, sag mal, was benutzt du denn da? Und ich sagte, ja, da steht Lederpflege drauf. Und dann sagt er, Moment, nicht Lederpflege ist gleich Lederpflege. Ja. Und seitdem habe ich von meinem Schuster eine Lederpflege. Und ich habe eben den Riesenvorteil, meine Schuhe haben oben eben diese Brüche und diese Falten nicht. Und daran siehst du einfach, ob jemand seine Schuhe pflegt oder nicht. Das heißt, da müssen gewisse Öle und Fette drin ganz sein, genau, die das geschmeidig haben.
halten. Wachse, Bienenwachse mit drin, Kanuba-Wachse, all diese Dinge, die mit drin sind. Und da können Sie eben auch mal Ihren Schuster fragen, liebe Zuschauer. Der wird Ihnen speziell, was unsere Flüssigwachsthematik hier oder Reinigungsflüssigkeit betrifft, kann der Ihnen echt guten Tipp geben. Also da lieber ein Pfennig mehr opfern. Ne? Auf jeden Fall. Die Weil Maschine einfach, ist ja schon billig genug. Ich zahle heute für einen vernünftigen Halbschuh zwischen 90 und 300 Euro. Mhm. Warum sollte ich dann irgendwie für eine Schuhcreme 60 Cent ausgeben? Ja. Also ich will ja auch länger was von den Schuhen haben. Es ist ja nicht, wir Männer sind ja vor allem ja nicht so saisonabhängig wie die Frauen, die also alle vier Wochen schreien, um Gottes Willen, mein Schuhschrank ist voll, ich brauche was Neues. Mhm. Sondern bei uns ist es ja so, wir tragen ja wirklich länger die Schuhe auch. Und gerade da ist eben wirklich gute Pflege auch extrem wichtig. Da habe ich jetzt auch noch einen kleinen Tipp für Sie, wenn Sie zum Beispiel Sandalen haben. Sandalen werden ja auch immer wieder gerne genommen. Ja. Dann besorgen Sie sich oder nehmen Sie ein altes Paar Socken, ziehen Sie die an und dann die Sandalen drüber und dann können Sie tatsächlich die Bürsten auch benutzen. Die alten Socken, die kann man immer wieder dafür benutzen, damit Sie es nicht auf die Füße bekommen. Ja, genau. Und Sie werden sehen, auch da haben Sie einen tollen Effekt. Ne? Oder mit Pumps genauso. Ne? Dass man da eben Nylonstrümpfe oder ich weiß ja nicht, meine Damen, was sie so zu Hause haben, aber ein paar kann man opfern, um eben die Schuhe wunderbar zu putzen. Ne? Ich würde immer Socken nehmen. Socken ist gut. Toll ist einfach wirklich mit so einer Schuhputzmaschine dieses lästige Finger sauber machen, Finger waschen, weil Schuhputzcreme von Fingern zu kriegen, das weißt du selber, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn es unter den Fingernägeln noch klebt. Oh, da kriegst du nicht mehr weg so schnell. Und mit so einer Schuhputzmaschine, normalerweise habe ich die im Eingang von der Wohnung oder im Haus stehen und Sie werden die nicht mehr missen wollen, liebe Zuschauer, das kann ich Ihnen sicher sagen. Wenn Sie die zu Hause stehen haben, meine Damen und Herren, da wird jeder Besucher natürlich sagen, oh, kann ich mir mal die Schuhe putzen? Finde ich eine wunderbare Sache. Es ist tatsächlich, da kann man ja auch so ein bisschen vor, damit die nicht alles dreckig machen. Ja. Und wenn ich dann an die Kinder denke beispielsweise, die haben doch richtig Späßchen, das ist doch wie ein Spielzeug, oder? Und die fangen dann an, ihre Schuhe zu putzen. Ja. Und vor allem, du hast einen Riesenvorteil, es kommt dir keiner mehr in die Wohnung oder ins Haus ohne Dreck, immer mit dreckigen Schuhen. Du kannst sofort sagen, du kommst hier nicht rein, erstmal hier Schuhputzmaschine. Genau. Und da kann man natürlich auch, hat ja auch ein bisschen so einen erzieherischen Wert, wenn man es mal so sieht. Ne? Also Dauerbetrieb, wenn es wirklich mal ganz dreckig haben, können Sie bis zu 20 bis zu 20 Minuten, machen überhaupt nichts aus, die 120 Watt. Das ist richtig ein tolles Gerät, was wir hier haben. Und ich weiß das ja von früher. Ich hatte eine Bürste, die war hart, damit hat man den Dreck abgemacht. Dann hatte ich eine Bürste, die war weich, damit konnte man hinterher polieren. Aber erstmal musste man dann einschmieren. Dann musste man warten, bis das trocken ist. Genau. Ne? Und wenn der Film dann, wenn das so milchig war, der Film, dann konnte man erst mit der Bürste aufpolieren. Zum Schluss kam auch noch ein Politurtuch danach. Ne? Ja, und dann hast du trotzdem die Finger dreckig gehabt. Sie müssen sich nicht mehr die Hände schmutzig machen. Der Mensch an sich ist sowieso faul und es ist auch gar nichts Schlimmes, finde ich wunderbar, wenn man solche Butler hat. Ne? Ein Schuhputz-Butler, massives, standsicheres Metallgehäuse, was wir hier haben, meine Damen und Herren. Jetzt wird es aber höchste Zeit. Die Leute warten ja, dass wir uns mal die Schuhe sauber machen. Wird ja auch mal Zeit, ne? Weil wir haben ja vorgearbeitet. Da kommen wir gleich noch zu. Wir haben noch was. Wenn Sie mal mitkommen möchten, so, bitte, einfach mal mit. Können wir das Fängst mal du mal zeigen. An, Walter? Oder? Ja, also dann sollte man erstmal den Vorher-Effekt hier zeigen. Vielleicht könnt ihr das sogar aufzeichnen, dass wir gleich mal vorher, nachher zeigen. Wir waren in der Walachei sozusagen davor, es weil so laufen wir normalerweise. Es ist ein richtiger, staubiger Parkplatz, den wir haben. Genau. Und ich habe meine Schuhe jetzt traktiert. Übrigens, bei mir halten die auch sehr lange. Die habe ich schon zu Preises-Heiß-Zeiten gehabt, diese Schuhe. Das ist tatsächlich so. Und das ist lange, lange, lange her. Ende der 90er Jahre haben wir mit der Sendung wieder aufgehört. Und jetzt haben wir schon 2012. Also das ist schon ein Hammer. So, also, ihr könnt das jetzt sehen hier. Es ist ganz einfach, liebe Zuschauer. Letztendlich fangen Sie erstmal an mit der Grobreinigung. Das heißt, Walter tritt jetzt erstmal auf den An-Aus-Knopf und benutzt dann die schwarze Bürste, um den groben Schmutz erstmal runterzumachen. So, und Sie sehen natürlich sofort schon, wie einfach das geht, weil der grobe Staub runter ist. Ja, das Schöne ist, man kann hier auch an die Seite ran. Genau. Und wenn man sich ein bisschen dreht, dann kann man sogar hinten ran. Auch das ist wunderbar. Da sieht man jetzt eben wirklich den Schuhputzprofi, der diese Maschinen gewohnt ist. Ja, ich mache das so gerne an Fahrstühlen in diesen Hotels. Ehrlich, wenn der nicht kommt die ganze Zeit, dann hast du locker mal drei Paar Schuhe durch. Guck, da haben wir schon einen kleinen Unterschied. Und jetzt haben wir natürlich, jetzt sehen Sie es, wie ich sehe aus wie Angus Young, jetzt fehlt nur noch die Gitarre. Ja. Super. Ne? Jetzt die andere. So, und jetzt machen wir den anderen. Mhm. In der Grobreinigung auch. Und Sie brauchen keine Sorgen zu haben, liebe Zuschauer, dass da jetzt durch die härteren Bürsten das Leder verkratzt werden würde. Um Gottes Willen, nein. Nee. Es ist einfach wirklich bloß so, um den groben Dreck einfach runterzukriegen. Und man sieht das beim Walter natürlich jetzt super. Es macht auch ein bisschen Geräusche, weil die Bürsten natürlich ein bisschen härter sind. Aber im Prinzip ist das Gerät sehr leise. Ja, absolut. Ne? So. Ich bin noch nicht. Ach so, gut. Ich muss noch hinten. Und dann muss ich noch die Seite. Seitlich noch. Seitwärts. Ja. Sehr schön. Also Sie sehen schon, da ist ein Profi am Werk, der macht das öfter. So, und okay. Jetzt der Schmutz ist weg. Haben wir das Grobe runter. Und um jetzt einfach wieder das auf Politur zu bringen, geht der Walter jetzt einfach mal mit den Füßen unter diesen Ausgeber hier. Und drückt mal nach oben. Okay. Genau. Und schon siehst du, Walter, hast du Politur drauf.
ganz genau. Ja. Und jetzt suchst du dir einfach, je nach Farbe von deinen Schuhen, einfach eine der beiden Bürsten aus und gehst eben auf die grauen Politurbürsten. Okay, ich nehme den ersten hier für dunkle. Dann der wird jetzt ab sofort nur für dunkle Schuhe benutzt, ne? Genau. Mhm. Die tun wir sowieso bei uns dann in die Umkleide. Da wird die auch bei uns dann stehen. Ah, toll. Hey, das ist ja richtig toll. Perfekt. Perfektes Ergebnis. Und das ist eben wirklich toll. Und wie gesagt, nochmal, liebe Zuschauer, kein Bücken, keine dreckigen Finger, keine restliche Schuhcreme unter den Fingernägeln. Also ich kann Ihnen sagen, man braucht eine ganze, und das wissen Sie selber auch, wie lange das dauert, bis man mal die Reste wirklich unter den Fingernägeln weg hat. Und ich habe ein absolut gepflegtes Ergebnis und das eben in einem Minimalaufwand und absolut bequem im Stehen. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Weil, wie gesagt, Walter hat vorhin schon richtig gesagt, diese Maschinen kosten normalerweise richtig Geld. Das heißt, sie liegen normalerweise zwischen 150, 200, 250 Euro für so eine Maschine. Richtig teuer. So, und, wenn Sie mal schauen möchten, einmal hingucken. Ja? Jetzt sehen Sie mal. Er ist schon fertig hier, guck. Walter ist schon wieder picobello. Ja. Oh, guck, wie der herrlich glänzt. Schön, ne? Ist das herrlich? Genau. Und wir haben jetzt hier eben eine farblose Schuhcreme mit drin, das heißt... Weil du ja braune Schuhe bevorzugst. Ganz genau. Und dann haben sie eben überhaupt kein Problem zu sagen, je nachdem, eine Bürste, also eine Polierbürste ist für schwarz, eine Polierbürste ist für braun. Und so können wir es jetzt gleich bei uns auch mal schön zeigen, weil ich ja, wie man sieht, mit braunen Schuhen unterwegs bin. Ich finde es einfach wirklich eine tolle Lösung. Ja. Weil es einfach schnell geht, einfach geht und man auch, das denke ich mal, wirklich viel öfter seine Schuhe putzt, weil es eben so einfach ist. Mal eben drüber gehen und wieder sauber, ne? Macht ja einen guten Eindruck. Klar. Und dann hat man für die Damen dieser Welt natürlich gepflegte Hände und gepflegte Füße und Schuhe. Ganz genau so ist es. Das ist toll. Es gibt ja auch die berühmten Schuhputzer, ne? Aus Amerika, vom Schuhputzer zum Millionär sowas. Genau. Ne? Die gibt es ja auch. Mit ihren Poliertüchern, mit ihren Stühlen, die da auf der Straße aber stehen. Ehrlich gesagt, ich mag das nicht, mich da draußen hinzusetzen und diesem armen Menschen dann ein Trinkgeld zu geben. Also das ist nicht so mein Stil, muss ich sagen. So, ich bin wieder... Ich kann wieder ins Theater, ich kann wieder auftreten. Es ist alles picobello. Achso, ich muss ja einmal so stehen bleiben, perfekt, damit wir den Vorher-Nachher-Effekt gleich nochmal zeigen können. Dip, dip, dip. Guck dir das an. Das zeigt es schon ganz klar. Ne? Ja, so. Willst du auch noch? Ich will auch noch, ja. Also ich kann ja so nicht weitermachen mit den Schuhen. So, und jetzt bin ich eben mit Braun dran, liebe Zuschauer. Und man sieht das jetzt auch schon schön, dass eben wirklich... Erst den Dreck runter wieder mit der schwarzen Bürste. Und es ist eben auch wirklich einfach, ich kann einfach wirklich mit meinem Schuh am Fuß komplett rundrum sauber machen, ohne dass ich den ausziehen muss. Du musst ihn nicht ausziehen, du hast keine dreckigen Hände mehr. Der Schuh wird gepflegt, wirklich richtig gut gepflegt. Und, meine Damen und Herren, das macht man auch mal öfter, wenn der zu Hause steht. Einfach mal eben anmachen, bevor man aus dem Haus geht. Ich finde das wirklich eine tolle Sache. Und wenn Sie mögen, nehmen Sie ihn mit auf Reisen. Es ist einfach schön. Ja, genau. Sowas kann man natürlich auch, ich würde ihn auch verschenken wollen. Also das ist zum Beispiel, gerade für Leute, die zum Beispiel jetzt irgendwo neu eingezogen sind, als Eröffnungsgeschenk, finde ich das eine super Sache. Ja. Weil du wirklich einfach immer... ratzfatz vor der Haustür, vorm Gehen, noch mal schnell über deine Schuhe drüber gehen kannst. Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuhe. Haha, genau. So, ja, jetzt machen wir mal Schuhwerk hier. Ist die halbe Miete. So, dann wollen wir noch mal vorher, nachher sehen, bitteschön. Einmal noch mal vorher, wie es da aussah. Und wie es jetzt aussieht. Guck mal, wie, als wenn wir auf dem Bau waren. Also ich glaube, wir haben gezeigt, dass die wirklich gut funktionieren. Aber die ist einfach klasse. Guck ich mal. Ich bin ja jetzt noch nicht mal beim Polieren gewesen. Also das heißt schon, liebe Zuschauer, Sie sehen, wie schön letztendlich die Schuhe jetzt schon einfach nach dem Bürsten sind. Und auch ich nehme mir jetzt noch den Luxus. Wieder gesellschaftsfähig, wunderbar. Ja, so, meine Damen und Herren, ich gehe mal wieder rüber zu unserer Theke, denn ich habe Post bekommen. Und zwar ein E-Mail habe ich bekommen für unsere Schuhputzmaschine, die wirklich richtig professionell ist und die man zu Hause haben sollte. Normalerweise... Der Kai hat es ja auch gesagt, ich auch schon, kann man sich das nicht leisten, aber die kann man sich leisten, weil sie einfach großartig ist. Und der Motor ist super leise. Also hier haben wir wirklich eine tolle Schuhputzmaschine. MB aus Solingen, also Martha Bertha, MB aus Solingen. Jetzt hat die ganze Familie Spaß beim Schuheputzen und täglich saubere Schuhe. Dank Pearl. Danke, Pearl, ich bin begeistert. Das werden Sie auch sein, meine Damen und Herren, denn Ihre Schuhe werden ab sofort auch länger halten. Das ist nämlich der Nebeneffekt dabei. Wenn Sie die mehr pflegen, dann halten sie auch länger. Und hier hat man ja richtig Bock drauf.
Ah, also du hast poliert, das sehe ich bis hierhin. Da kannst du dich drin kämmen in deinen Schuhen. Ja. So glänzen die. Super, klasse. Hast du eigentlich noch ein zweites Paar oder sind das die einzigen? Nee, ich habe noch ein zweites. Das war eine blöde Frage einfach. Ich wollte jetzt einfach mal ganz normal antworten. Früher habe ich mir immer Schuhe gekauft, die nur nach Optik, die ich toll fand. Und wenn ich die zu Hause hatte, haben sie nicht mehr gepasst. Die standen dann jahrelang im Schrank rum, war mir auch zu schade, die wegzuschmeißen. Aber, meine Damen und Herren, irgendwann waren sie reif. Deshalb mein Tipp an Sie, wenn Sie Schuhe kaufen gehen, dann sollten die im Laden schon bequem sein. Es fängt damit an, dass Sie unter Umständen, wenn Sie unterwegs sind in die Schuhgeschäfte, etwas dickere Füße bekommen. Das ist ganz klar, weil sich da Wasser einlagert. Das ist im Sommer ganz besonders schlimm. Die Schuhe müssen im Laden schon passen. Die Schuhe müssen im Laden bequem sein. Nur dann kaufen Sie bitte Ihre Schuhe. Und vor allem nachmittags kaufen, ganz wichtig. Richtig. Wirklich einfach zu sagen, weil ab 16, 17 Uhr. Weil der Körper da eben ich habe die Füße sozusagen breit und habe eben den ganzen Tag gelaufen, weil nur dann können Sie wirklich sehen, ob der Schuh passt oder nicht. Ja. Morgens in den Laden zu gehen, können Sie sicher sein, morgens im Laden Schuhe kaufen, die drücken am nächsten Tag. Das können Sie völlig haken. Ja. Und wenn Sie jetzt Turnschuhe haben oder Sportschuhe überhaupt, eben keine hochglänzenden, dann nehmen Sie die schwarze Bürste. Genau. Damit können Sie natürlich auch den Dreck und den Staub richtig schön abwischen. Jogging-Schuhe zum Beispiel. Wenn ich jetzt durch den Wald jogge und eben wirklich jetzt wieder so krustiger Dreck hängen bleibt, den kriege ich richtig schön runter. Oder Stiefelschuhe. Stiefelschuhe, wenn ich handle. Ja. Dann kannst du das auch ganz locker runter machen. Ja. Ne? Also eigentlich alle Schuhe. Aber wie gesagt, zum Polieren eben nur das Leder. Und wir haben uns jetzt für eine Bürste entschieden. Das ist jetzt die für braune Schuhe und das ist die für schwarze Schuhe. Und wenn Sie weiße Schuhe haben, kaufen Sie noch ein zweites Gerät. In diesem Sinne, putzen Sie los. Putzen Sie los, erst anrufen, bestellen und dann bekommen Sie dieses wunderbare Schuhputzgerät, diesen Butler, ganz schnell nach Hause und Sie werden Spaß haben. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis einfach unter 0180 51 51 3x die 2 oder auf www.pearl.tv und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.